Eine der Top-Spots am Windenbach befindet sich hier, direkt hinter der kleinen Insel, die hier im Windenbach steht. Und direkt in diesem Bereich hier werfen wir gleich die Ruten rein. Also legen wir los, raus mit den Ruten. Ich werfe gar nicht so weit raus, das sind vielleicht 6-7 Meter. Bremse locker einstellen, denn ich bin heute hier ziemlich zart und leicht unterwegs. Und dann raus damit, mit verschiedensten Ködern. Einfach mal testen, was so geht. Denn an dieser Stelle fängt man immer wieder ganz gute Brocken. Man kann auch unterschiedlich weit rauswerfen. Wichtig ist, dass man hier gerne auch mal verschiedene Köder testet. Und nicht nur den guten und bekannten Mistwurm, der immer ganz gut funktioniert, sondern man kann hier auch mit zum Beispiel sowas hier wie der Köcherfliegenlarve rumhantieren. Oder man geht hier auch mal mit einem Caster dran. Also es gibt verschiedenste Möglichkeiten, hier an dieser Stelle zu angeln. Was macht das Ganze so besonders? Du kannst hier an der Stelle immer wieder auf gute Frequenz gerne auch sowas wie Muscheln und sowas fangen. Man hat, wie gesagt, eine gute Frequenz, das am Tag und auch in der Nacht. Nichtsdestotrotz, das zählt halt für alle Spots, wenn das hier mal nicht so gut läuft, Spot wechseln. Einfach wieder zum nächstbesten Topspot laufen und an der Stelle dann probieren. Man muss halt immer ein wenig variieren. Wenn man es so ein bisschen präziser haben will, jetzt speziell auch an dieser Stelle, hat man die Möglichkeit hier in diesem Bereich, also hier so vielleicht mit eher sandfarbenen Bleien zu hantieren. Das ist jetzt wieder so ein bisschen speziell und eher fürs Endgame gedacht. Und hier in dem Bereich, hier ist eher Kies und Gestein als Untergrund. Das heißt, da könnte man dann doch noch ein etwas anderes Blei verwenden. Aber fürs normale Angeln und als Anfänger fürs Angeln einfach die Standardblei reinschmeißen. Zack, guck mal, haben wir schon einen Döbel hier gefangen, geht auch schon gut los. Und wieder raus damit. Und rausziehen die Brocken. Was ist wichtig allgemein fürs Angeln am Windenbach? Wichtig, man hat ja, wenn man als Anfänger hier ist, erstmal das Feederset starren zum Beispiel. Also nicht so ganz viel Tragfähigkeit, das ist auch gut so. Was noch wichtig ist, ist die Hakengröße. Ich bin jetzt hier gerade mit einer Hakengröße von 20 unterwegs. Winziger Haken, das ist immer wichtig, denn dadurch kriegen wir hier eine richtig hohe Frequenz rein, fangen sehr viele von den hier im Windenbach lebenden kleinen Fischen. Und die kleinen Fische, die haben halt den Vorteil, sie bringen ganz gut Silber. Sie haben nicht so, man hat nicht so viel Verschleiß auf dem Setup. Und ja, man kann einfach ohne irgendeine Futtermische einfach rauswerfen die Köder und fängt hier die kleinen Brocken auch gerne mal in Trophäengröße. Also von daher ruhig hier an der Stelle testen. Wie gesagt, es muss gar nicht so weit sein. Man kann hier natürlich auch mal versuchen, bis fast ans andere Ufer zu werfen und da mal ein bisschen testen. Aber in der Regel reichen auch hier so Auswurfreichweiten von 5, 6 Meter, 7 Meter. Das heißt, man muss es absolut nicht übertreiben. Man braucht keine dicken Bleie oder sowas. Und wirft einfach hier locker flockig aus. Vom Setup her oder bei den kleinen Fischen muss man halt immer auch ein bisschen beachten, wann, hier genau, hier zuppelt es jetzt gerade, wann beißt der Fisch, wann ist er wirklich dran. Es kann sein, dass jetzt schon der Fisch dran ist. Um das zu kontrollieren, müsste man gleich die Rute anheben und dann mal vorsichtig testen. Aber nicht mit Kurbeln, sondern wenn man die Taste R drückt, dann kommt halt so eine kleine Fehlermeldung. Wenn da nichts dran ist, einfach wieder runterlassen, ohne Kurbeln. Jetzt kann man vielleicht die Schnur nochmal ein bisschen straff machen. Im Idealfall wartet man so lange, bis sich die Rutenspitze so ein bisschen runterbiegt. Und dann ist auch der Fisch wirklich dran. Ja, das ist hier, wie gesagt, einer der wichtigsten Spots. Ich zeige es auch nochmal eben auf der Map. Hier sieht man das direkt hinter der Insel. Und dann, wie gesagt, hier in dem Nahbereich oder auch hier, wo diese Rinne ist. Wie gesagt, vom Gewässeruntergrund hier in dem Bereich eher Kies und hier eher sandiger Untergrund. Also kann man hier
wenn man schon soweit ist, das Vorfach bzw. das Blei entsprechend anpassen, um noch idealer, noch perfekter hier angeln zu können. Aber für den Anfang muss das alles nicht. Man fängt auch so ganz gut. Von der Frequenz her wäre mir das jetzt schon ein bisschen zu wenig. Das heißt, das würde für mich jetzt hier noch heißen, 2-3 Stunden testen und danach direkt, also 2-3 Ingame-Stunden, danach direkt zum nächsten Spot, denn gerade am Windenbach muss es richtig gut laufen. Zap, 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 einer nach dem anderen eigentlich, das ist ideal. Deswegen nimmt man auch eben extra so diese ganz kleinen Haken, 24er, 20er bis hin zum 18er Haken, weil man damit eben richtig gut die kleinen Brocken hier rausziehen kann. Ja, das ist quasi der erste Topspot am Windenbach. Wenn das Ganze geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, damit du auch die nächsten Tutorial-Videos nicht verpasst. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri, ciao.